Ja, hallo, hier ist Christian Schemmer, Paartherapeut und Beziehungscoach. Hier ist mein Videoblog rund um die Themen der Beziehung und Liebe. So, wenn dieses Video rauskommt, dann wird es auch den Kurs Nice, geiles Leben und Spiritualität geben. Schaut ihn euch mal an. Und ansonsten geht ja auch die Selbstliebe-Challenge im Januar wieder los. Genau. Genau, ich habe ja auch so einen privaten Kanal jetzt gestartet, Hemmschemeyer privat, ein bisschen experimentell, wo ich vielleicht aus meinem Leben berichte, mal andere Themen anschneide, wen das interessiert, gerne mal reinschauen. So, wir haben heute das Thema toxische Dating-Situation mal wieder. Wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du es über ein Formular auf liebeship.de machen. So, wir fangen aber mal kurz an mit einer Dankesmail. So. Lieber Christian, in der Hoffnung, dass du diese E-Mail liest und meine Dankesgedanken nicht erreichen, möchte ich hier kurz schreiben. Ich bin vor ein paar Wochen im Netz auf deine Videos gestoßen und schaue mir seither immer mal wieder welche an. Auch deine Online-Kurse habe ich gebucht. Ich bin schon sehr lange dabei, meine Biografie zu beleuchten, zu therapieren, umzuprogrammieren und ungünstige Prägungen in günstige umzuwandeln. Das ist ja das ganze Konzept vom Liebeship. Sehr vieles von dem, was du an Methoden und Gedanken nennst, ist mir bereits bekannt, vertraut und für mich komplett bewährt. Was für mich an deinen Videos das Besondere ist, ist die Art und Weise, wie du die Themen ausdrückst. Deine empathische und authentische Art ist sehr wohltuend. Ich fühle mich richtig verstanden durch die Art, wie du redest. Es ist wie Balsam auf meiner Seele. Ich habe das Gefühl, dass deine Videos und in dem Fall du mir momentan dazu verhelfen, noch den letzten Schritt rein in mein Leben zu machen. Und ich erkenne gerade, wie weit ich schon gekommen bin. Es macht mich einfach nur glücklich. Und du hast daran einen sehr großen Anteil. Das wollte ich nur sagen. Danke. Danke dir. Freue mich immer über solche Mails. Könnt ihr auch gerne schicken oder Erfolgsmails, was eure Beziehungen angeht. Gut. Aber jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage von Natatschka und sie schreibt: Lieber Christian, erst einmal, du bist super, durch deine Videos habe ich schon so viel gelernt. Ich bin gerade aus dem dritten toxischen Kreislauf mit einem Mann entkommen, den ich vor 6 Monaten über eine Sex-Dating-App. Ja, ich weiß, da rollen die Augen. Ja, die rollen. kennengelernt habe. Es war gleich eine heiße Chemie zwischen uns. Ja, also da muss ich mal gleich sagen, also wenn ihr erwartet, über eine Sex-Dating-App irgendwie vernünftige Beziehungen zu finden, das ist, als wenn ihr bei McDonald's irgendwie, weiß ich nicht, ein veganes, anthroposophisches Menü erwartet irgendwie. Also wenn ihr so datet und auch so, wie du gleich schreibst, die Chemie überbetont, dann bekommt ihr die entsprechenden Ergebnisse. Dann bekommt ihr heiße Chemie, aber dann wundert euch nicht, wenn die Kompatibilität überhaupt nicht da ist, ne? Und das ist wirklich auch manchmal eine Sucht, die man loswerden muss, dass es immer so hot und heiß und edgy sein muss. Das hält einen in diesem Toxischen. Das ist Liebessucht, ne? Zu dem damaligen Zeitpunkt war ich seit ein paar Monaten von meinem Ex getrennt. Mit ihm hatte ich 5 Jahre eine toxische Beziehung. Wie mir scheint, sehr narzisstisch. Ich war emotional frei von ihm, aber psychologisch unaufgeräumt und suchte online erstmal Spaß. Das ist genau das Rezept für die nächste toxische Beziehung. Online erstmal Spaß suchen. Ihr könnt nicht einfach sexuell Spaß haben. Es hat alles einen Preis. Man kann nicht einfach irgendwie Sex mit jemand haben. Es geht nicht. Ihr mischt eure Energien mit einem anderen Menschen. Ihr lasst einen anderen Menschen in euer Energiesystem rein. Man kann nicht einfach Spaß haben, sexuell mit anderen Menschen. Bei diesem Mann von der App war es gleich unserem Treffen etwas anderes. Wir fühlten uns menschlich und erotisch angezogen.
Dieses dämliche, von dir viel besungene Lied der Vertrautheit. Und wisst ihr was? Auch nette Partner können vertraut sein. Nur, wenn man so dieses edgy, krasse, kantige, crazy, toxische sucht, dann wird man es finden, ne? So, wir waren auch noch im gleichen Krankenhaus geboren. Welche Fügung? Okay, das ist echt lustig. Und ich sage auch immer, jeder Partner ist der Richtige. Das ist die Lektion, die du in dein Leben geladen hast und die bekommst du jetzt, ne? So, ist jetzt sehr explizit geschrieben, die E-Mail. Ich versuche mich da mal durchzuwühlen. Also es ging schnell zur Sache am ersten Abend. Danach bombardierte er mich immer wieder aus dem Nichts mit erotischen Nachrichten. Und wir hatten mehrere Videochats. Auch hier ein, soll ich mal sagen, Fehler nach dem anderen, ne? Also wenn euch jemand aus dem Nichts bombardiert, dann ist das in der Regel Lovebombing. Da geht es darum, euch, ja, an Haken zu kriegen. Und trefft euch live, macht nicht so einen Scheiß mit Videochats. Also es ist wirklich, es tut beim Lesen weh, wirklich, wenn man eine vernünftige Beziehung haben will. Wir wollten uns aber erst wiedersehen, wenn ja, ein paar Fragen rund um Verhütung geklärt sind. Ich fühlte mich durch seine Anmache überrumpelt und aber auch angemacht, ne? Das musst du mal überprüfen. Sein Lovebombing findet sein Ziel. Und mein erstes Gefühl war, das will ich nicht. Ich sah einen dunklen, schwarzen Tunnel in seiner Aura. Wie oft, meine lieben, lieben Zuhörer, muss ich noch sagen, hört auf euer fucking Bauchgefühl. Ich kann nichts für euch tun, wenn ihr da so drüber wegrennt. Ich werde immer wieder gefragt, wie weiß ich, dass es eine toxische Situation ist? Hier ist es wirklich nur Vorschlaghammer. Deine Intuition hat einen Vorschlaghammer. Bong. Wenn ihr dann sagt, er ist mir doch scheißegal, ja, dann ist es euer freier Wille von eurem, auch euer Ego hat einen freien Willen, dem ihr dann folgt, also als die Instanz in euch, die bestimmt. Und ihr folgt nicht eurer Intuition und dann, ja, hat man eine schöne, wie man es dann so nennt, im Spirituellen, eine schöne 3D-Erfahrung jetzt hier. Aber gut, ist ja auch mal spannend, ne? Auch hatte ich das Gefühl, dass da keine richtige Liebe war, so wie mit meinem Ex. Ja, hör doch auf dein Gefühl. Auch hatte er eine sehr starke Anziehung auf mich, Richtung SM. Auch da, ich weiß nicht. Ihr könnt ja alle machen, was ihr wollt. Ihr könnt Dreiecke machen, SM, Sex, Apps. Aber ihr füttert euren Schmerzkörper damit. Das ist. Ich würde wirklich sagen, gebt euch nicht so einer dunklen Sexualität hin. Und das sage ich jetzt nicht irgendwie moralisch oder so. Aber meine, macht, was ihr wollt. Aber das füttert einen Schmerzkörper. So, dann sind wir irgendwann im Bett gelandet. Oh Wunder. Und nach dem Sex hat er dann irgendwelche psychischen Probleme gekriegt. Okay. Also offensichtlich hattet ihr die Verhütungsfrage dann nicht geklärt. Ach. Gott. Gut, ich meine, man macht viel Quatsch. Ich will jetzt auch nicht, ich bin nicht der Papst hier, aber okay, egal. Gut, dadurch entstanden irgendwelche diversen Probleme. Ich beendete den Kontakt schweren Herzens, der sich in der Zwischenzeit weiterhin online umsah. Oh. Spätestens hier solltest du auf deine Standards- und Dealbreaker-Liste gucken und sagen, hey, das ist okay. Danke für die Lektion. Das war's. Wenn du hier weitermachst, ist es toxisch Liebessucht. Und mir auch nicht klar sagen konnte, was er denn von mir wollte. Ja, was er von dir will? Abenteuer. Toxischen Sex. Ich wurde richtig obsessiv, weil ich mich so darüber ärgerte, dass er sich weiterhin umsah. Was erwartest du aus so einer Sex-App? Ich fühlte mich aussortiert. Ja, bist du auch, obwohl es sein Drama gewesen war. Ich erfand ein falsches Profil. Come on, ey. Come. Was predige ich hier Tag ein, Tag aus? Kein Kontakt, keine Informationen.
Ihr wollt nicht wissen, was die Leute machen. Der hat dich abgeschossen. Warum? Also, was du hier machst, ist auch, wenn er nichts davon mitkriegt, du lieferst ihm Energie und die kommt bei ihm an. Glaub mir, das merkt er. Vielleicht nicht bewusst. Du lieferst diesem Menschen Energie. Durch deine Aufmerksamkeit. Ich erfand ein falsches Profil, um herauszufinden, ob er sich mit anderen treffen würde. Das weißt du doch hier. Das fand er heraus, ich stritt es ab. Also hier ist wieder, sind wir wieder voll auf der Spielebene. Ich verweise auf mein Video, die Spielebene beim Dating. Es gab über Wochen keinen Kontakt. Ich war ständig mit ihm beschäftigt. Schaut immer, wann er online war. Ja, das ist jetzt Liebessucht vom Feinsten. Ist ja auch immer so, wenn es euch wirklich schlecht geht, sucht euch auch vor Ort jemand. Also klar, meine Kurse sind dafür gedacht, aber die kann man auch gut addieren also klar, es ist echt schlimm, wenn man so drin hängt. Ihr könnt in Gruppen gehen, ihr könnt zur SLAA gehen, ihr könnt euch Beratung suchen vor Ort oder so, aber gebt euch dem nicht so hin, ne? Ja. Bemerkte sofort, wann er sein Profilbild änderte, analysierte warum und befrug Wahrsager nach seiner Zukunft. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das tut mir echt leid, ey. Aber es machen auch ganz viele. Es ist ganz gut, dass es hier auch mal gesagt wird, weil das ist auch große Quelle von. Das höre ich öfters, ja. Ich werde natürlich total abhängig, wie eine Droge. So. Dann schrieb ich ihm nach 40 Tagen, dass mir das mit dem falschen Profil leid tue. Er schrieb, dass es ihm auch leid tue und ich löschte den Kontakt ein paar Tage später, weil nichts mehr kam. Endlich, könnte man jetzt sagen, aber daraufhin rief er mich eigentlich fast sofort an und fragte verwundert, warum ich ihn löschen würde. Ja, also auch wenn du es dir nicht vorstellen kannst, du hast eine Verbindung mit diesem Menschen über dieses Fake-Profil. Der merkt, dass Energie von dir bei ihm ankommt. Und jetzt, in dem Moment, wo du ihn löscht, kommt sie nicht mehr an. Und jetzt kommt er wieder an, ist wieder dieses Tankstellending. Du bist seine Tankstelle. Jetzt kommt er wieder an und sagt, hey, ich möchte gern weiter von dir Energie ziehen. Das ist das Toxische hier. Er lebt auch ein Stück weit von deiner Energie. Nicht nur von deiner natürlich, aber ja, und du gibst sie ihm. Wir hatten einen Videochat und er versucht es wieder mit der Erotik. Ja, jetzt möchte er dich wieder an Haken kriegen. So läuft das halt in der Toxik, ne? Ich lehnte ab, aber wir trafen uns zum Spazierengehen. Ja. Dann hat er dich wieder gelovebombt. Dann fängst du wieder an, nach Treffen zu fragen, die er wieder ablehnt. Also du bist voll knietief drin in der Toxik hier, ne? Ja. So, wir hatten schmerzhafte Telefonate. Da kann hier, ab hier oder auch schon früher, kann nur noch Mist bei rauskommen. Da stimmt nichts, nichts wirklich. Er wollte sich partout mit mir treffen, weil er es inzwischen uns als nicht sinnvoll hielt. Zu viel Drama, okay, wahre Worte. Und das wollte er mit Frauen nicht mehr. Trotzdem er so dachte, hat er mich davor zurückgeschreckt, mich mit seinen Nachrichten anzumachen. Einzusagen, ja, es ist mega toxisch. Ich ließ los und fing an, nach deinen Kursen zu gucken. Dann schrieb er mir wieder nach 40 Tagen und wollte Kontakt haben. Ich blockte, ihr müsst die Leute blocken, ey, echt. Ich blockte erst, aber er ließ nicht los und so hatten wir wieder einen Videochat. Ja, cool. Jetzt, nee, jetzt tatsächlich wieder, ja. Dann wollte er online, ah, nee. Er sagte zu, wir würden uns nach meinem Urlaub sehen, ganz zum Schluss unseres Telefonates, als er erotisch nicht das bekommen hatte, was er wollte, sagte er noch, dass er sich ab jetzt mit einer anderen treffen würde. Ja, es ist nur grauenvolle Ego-Spielchen hier. Grauenvoll. Jetzt hat Lovebombing nicht geklappt, jetzt wird der nächste Knopf gedrückt. So, wehtun, Eifersucht. Funktioniert der? Aber es bedeutete ihm nichts, ich sei besonders für ihn, Lovebombing. Und wenn er vergeben wäre, hätte er mich ja nicht angerufen. So, jetzt hat er dich wieder am Haken. So, jetzt geht das so weiter, wieder Lovebombing. Was geht da? Das Schlimme ist immer, dass es immer gleich läuft. Das ist so furchtbar, ne? So, jetzt hat er dich wieder am Haken, jetzt willst du ihn wieder treffen und er sagt dir wieder ab. Es ist einfach, aber das weißt du, glaube ich, inzwischen dein inneres Kind, was eine alte, ungelöste Situation lösen will. Und dazu kommt noch dieses Heiß-Kalt, was einen süchtig macht.
Aber in erster Linie ist es dein inneres Kind, was einen nicht verfügbaren Menschen verfügbar machen möchte. Und da musst du hingucken, ne? So. So, er verweigerte wieder ein Treffen, aber digital können wir ja Kontakt haben. Es geht nur um deine Energie hier, nichts anderes. Das musst du mal prüfen, wo das noch in deinem Leben war. Warum bist du da so empfänglich? Wieso kannst du dich davon nicht lösen? Was ist mit Selbstliebe? Das sind die ganzen Fragen, ne? Ich war empört, sagte ihm meine Meinung, dass ich das als respektlos empfinde. Ja, aber du machst es mit. Ne? Ich weiß, es ist hart, aber du machst es mit. So, dass er mich anmacht, aber mich nicht live treffen wollte. Ja, aber ihr könnt euch so viel aufregen über andere. Das ist ja, als wenn man sich darüber aufregt, dass eine Biene sticht. Aber eine Biene sticht, die sticht. Da kann man nichts machen. Man kann nur sagen, okay, lass ich die Biene in Ruhe. Ihr macht aus einer Biene keine Stubenfliege. Das wird nicht passieren. Ja. So, man kann Menschen nur so nehmen, wie sie sind. Ja, und wenn sie respektlos sind, dann wäre es gut, man würde sie einfach beiseite lassen, ne? Ganz freundlich kann man das machen, ne? Gleichzeitig hoffte ich in dem Gespräch noch auf eine Öffnung von Ihnen. Ja, okay. Liebessucht. So, dann hat das alles abgestritten. Hast du den Kontakt wieder beendet? Jetzt erkenne ich, dass ich über Monate in einen toxischen Kreislauf gefangen war. Oh, gut, es freut mich. Ich blieb auch ohne Kontakt darin, weil ich stets an ein gutes Ende geglaubte. Ja, das ist im Pluspol, in der Co-Abhängigkeit, glaubt man immer an das Gute in anderen Menschen, was ja auch irgendwo jeder hat, nur viele Menschen wollen es einfach nicht leben. Ihr könnt ihn nicht ans, weiß ich nicht, zur Quelle tragen oder so. Also es muss jeder, weiß ich nicht, ich glaube, jeder muss genug Leben gehabt haben irgendwie, wo man irgendwie sich so verhalten hat, bis man an den Punkt kommt, dass man da keinen Bock mehr drauf hat. Aber wann das bei jemandem ist, da habt ihr wenig Einfluss, bis gar keinen Einfluss drauf, so, ne? Und vor allen Dingen nicht, wenn man dieses toxische Spiel mitspielt, so. Wenn überhaupt, dann, wenn man aussteigt und geht, das ist vielleicht eine Lehre für die anderen, aber wirklich geht dann auch, ne? Dabei bin ich gerade ziemlich erschüttert. Es hat etwas mit meiner Mutter zu tun. Ich mache Therapie. Ah, super. Das freut mich. Sehr gut. Ich kenne die Erfahrungen von Männern, die ich will, abgelehnt zu werden, obwohl sie mich toll finden und besonders. Das bringt mich zur Verzweiflung, ob etwas mit mir falsch sei oder ich etwas falsch gemacht habe. Und das ist einfach dein falsch programmierter Liebeschip. Also bist du in der Therapie genau richtig. Und da guckst du jetzt, wie reflektiert das auf deine Ursprungsfamilie, ne? Mutter, Vater, Schwester, Bruder, wer. Was hat dich da so programmiert, ne? Hätte ich ihm mehr die kalte Schulter gezeigt und ihn lange zappeln lassen, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Nee, never fucking ever wäre das anders ausgegangen. Es hätte es nur elend verlängert. So. Aber das ist ein Spiel und keine authentische Begegnung, wie ich sie mir wünsche. Exakt. Der erneute Kontakt mit ihm hat mich richtig fertig gemacht. Jetzt bin ich froh, dass ich da raus bin, aber es gibt auch eine leise Trauer, dass wir uns nicht sehen, nicht einfach schöne Dinge zusammen machen. Das war aber immer noch in deiner Fantasie. Der Typ hat dir nichts zu bieten. Gar nichts. Nichts. Außer crazy, abgedrehten Sex, bei dem du zur Tankstelle mutierst. Wo du jemand, der dir nicht gut tut, in dein Energiesystem lässt. Ne? Mein Kopf weiß, dass er absolutes Gift für mich ist. Manchmal jammert mein Herz ihm noch nach. Ja, das ist ein reiner Suchtprozess. Ich bin wütend auf ihn. Sei nicht wütend auf die Biene, die einen Stachel hat. Die kann nichts dafür, die hat einen Stachel. Wie kann man so mit mir spielen? Ja. Geht nicht zu sehr ins Opfer, wenn man wirklich. Also, dann solltest du echt nicht auf Sex-Apps daten und Männer, die dich so Lovebomben in dein Leben lassen. Also, versuch, so schwer das auch ist, deinen Anteil hier zu sehen. Ja, vielleicht verhält er sich nicht toll und hat dich angelogen und alles, aber. Ey, was erwartest du aus einer App? Echt? Und gibst ihm auch viele Gelegenheiten. Ne? Sage ich jetzt mal ganz respektvoll. Und ich hoffe, es erreicht dich. Er hat mich angemacht, mich warm gehalten, abserviert. Ja, er hat dich angelogen, aber das ist halt. Er ist, wie er ist. So, jetzt versuchst du da noch ein Label für zu finden. Ja, pack das Label drauf, was du willst, aber.
Das bringt dich nicht weiter, so, weil du spielst mit dem toxischen Kreislauf. Guckt euch eure eigene Rolle an. Ja, die anderen, dass die anderen auch ihre Rolle spielen, wissen wir, glaube ich, hinreichend. Und ja, das ist alles Energien, das ist alles Anziehung, ne? So, gleichzeitig wünscht er mir Frieden und Heilung, ist er auf einem guten Weg, ich soll gut auf mich aufpassen. Ja, aber das ist auch dieses Gelaber teilweise. Also gibt auch nicht so viel darauf. Ich täte jetzt nur noch in langsamen kleinen Schritten. Was kann ich noch tun, um an meinem Liebeship zu arbeiten? Erotik und Sex sind mir sehr wichtig. Das kann ich nicht abstellen, gerate aber immer an die Falschen. Also man sollte das nicht zu wichtig nehmen. Wenn man die Erotik und Sex zu wichtig nimmt, dann seid ihr in Gefahr, auf diese edgigen, kantigen, toxischen Spielchen abzufahren, die halt, ja, die bringen halt vielleicht gewisse sexuelle Spannung. Aber die bringen so genauso viel Spannung, wie ihr Drogen kaufen könnt und die eine gewisse Spannung bringen. Also, ich weiß, das ist, also, übernehmt Verantwortung für eure eigenen Wahlen, ne? Vor allen Dingen, wenn du auf solchen Apps unterwegs bist, ne? Und ihr könnt wirklich locker 80% der toxischen Beziehungen aussortieren, wenn ihr auch die Sachen macht, die wirklich zum Beispiel Modul 1 drin sind. Standards und Dealbreaker, wenn du ganz klare Standards und Dealbreaker hast und vielleicht auch in deiner Therapie die entsprechende Trennungskompetenz entwickelst, kannst du locker 80% der toxischen Beziehungen direkt aussortieren. Weil, also er hat dir so viele Standards und Dealbreaker gerissen. Also allein der Dealbreaker, ich laufe keinem Mann mehr hinterher in meinem Leben, der mich abschießt. Also allein damit kannst du dir so viel sparen, ne? Aber du musst es auch tun, ne? So ein bisschen oft, glaube ich, wie so ein Buch, was man nicht richtig liest, ne? Man guckt mal rein, aber muss es auch umsetzen, die Tools, ne? Und solange du das, und, aber dieser Weg ist normal. Ich meine, das ist bei fast allen so, ne? Dann macht man einen Schritt, dann denkt man, ah, das habe ich so einigermaßen verstanden und booms. Ja, das sind schwierige Prozesse. Also sich aus Liebessucht und Co-Abhängigkeit rauszuarbeiten, ist echt nichts für Weicheier, ne? Das ist echt. Und dann denkt man, ach, was soll's? Ach, ein bisschen toxisch daten und zack, Nächsten in der Fresse. Aber so geht der Weg. Und Schmerz hilft doch sehr beim Heilen. Paradoxerweise, ne? So, den Mann habe ich gelöscht, er mich nicht. Ach, auch da muss ich sagen, wenn du dich an die ehernen Grundsätze von Liebeship erinnerst, kein Kontakt, keine Informationen, du musst dich auch dran halten, solltest du es gar nicht wissen, es interessiert dich nicht, ja, dann löscht er dich eben nicht. Ja, natürlich, bei seiner Tankstelle, wer will schon eine Tankstelle löschen? Ja. Ich wette mit dir mal eine Flasche Champagner, dass er sich bei mir wieder meldet. Ne, so billig kriegst du keinen Champagner von mir. Du kannst mir Champagner schicken, wenn du in der ersten gesunden Beziehung bist, dann kannst du mir einen schicken, ne. Ich hoffe, dass wir dann gemeinsam drüber lachen können. Ja, wir sollten immer drüber lachen. Das ist echt das Beste. In diesem Sinne, denke, wir werden uns bald wiedersehen.